Ihr Lieben, weiter geht's mit der nächsten Review hier bei Turnschuh TV. Die Woche ist stark, es kommen nicht nur richtig gute Schuhe raus, es kommen auch viele gute Klamotten und man hat die Qual der Wahl, was soll man sich eigentlich kaufen, wenn man das denn möchte. Patta bringt zum Beispiel den ersten Teil seiner Spring-Summer Collection für 2018 raus und passenderweise trage ich Pacemaker. Die Jungs und Mädels bringen den Drop mit Didriksons zusammen raus. Ist ein bisschen skandinavisch angehaucht, werden so ein paar Windjacken sein, aber auch Pulli, Rucksack, Sturmmaske, einiges dabei, was man sich gönnen könnte. Wir packen euch da auch Links zu auf jeden Fall in die Infobox. Und jetzt gucken wir an, was auf der Footwear-Seite noch so diese Woche rauskommt. Und da gibt es ein neues Jordan 1 Modell zu bestaunen. Ich habe erst recht spät, muss ich sagen, erste Bilder davon gesehen. Das müsste vor ungefähr einer Woche sein. Die hat mein Kumpel Sascha aka The Modern Way für 43,5 geschossen. Und die Fotos, klar, super, aber auch der Schuh. So, es gibt einen Kommentar, auch unter einem der letzten Videos, da schreibt jemand, hatte Simon nicht mal gesagt, dass ihm Einser Jordans so gar nicht gut in den Kram passen? Ja, das hat er. Dann hat er den hier gesehen und vielleicht auch ein bisschen seine Meinung. Das ist ein richtig schöner Colorway. Es ist kein OG-Colorway, der Brad Toe, so wie der Schuh sich da den Beinamen erarbeitet hat, sondern es ist die Zusammensetzung aus gleich zwei OG-Colorways zu einem neuen Colorway. Und zwar zum einen ist da der Black Toe Colorway, 85 auch einer der OG-Colorways gewesen. Heißt hier die schwarze Schnürung auf der Seite, die rote Ferse und auch hier vorne der Mudguard in schwarz. Das ist der Black Toe und da ist vom Brad noch ein bisschen rot hier vorne auf die Toebox gekommen. Und deshalb ist es der Black Toe, der den Black Red, den Brad trifft und deshalb ist es jetzt der Brad Toe. Das macht für mich sehr viel Sinn. Der Schuh gefällt mir nicht nur wegen des Colorways. Der Schuh gefällt mir vor allem auch aufgrund der Materialien, die einfach vor allem hier auf diesem diesem Teil des Schuhs sieht man das extrem gut. Das ist so ein schönes Leder, ähnlich wie wir es letztes Mal bei dem Dreier Jordan hatten, bei dem Black Salmon 3, beziehungsweise auch dem White Salmon. Das geht in eine sehr ähnliche Richtung. Das ist, wir müssen da jetzt einfach die Kirche im Dorf lassen. Wir reden jetzt nicht von einer Qualität, wie sie, keine Ahnung, Kangaroos Made in Germany, wie sie Sonra Made in Germany machen würde. Das ist das hier definitiv nicht. Aber ich finde es sehr gut, es sieht sehr ansprechend aus. Ich finde es nicht schlecht, der Schuh trägt sich sehr bequem, sehr angenehm. Und das bringt mich doch langsam dazu, meine Meinung über das Jordan Brand doch so mal ein bisschen zu überdenken vielleicht. Ne? Zumindest was die Anschaffung dieses Schuhs betrifft. Vielleicht stelle ich mir den Wecker am Samstagmorgen um 9 Uhr, dann ist er bei Nike online. Ansonsten dann später bei den Händlern eures Vertrauens käuflich zu erwerben für 150 Euro. Und wieso mache ich hier so eine Aufregung? Das zeige ich euch. On Feed, der Jordan 1 Brad Toe. Ab morgen erhältlich für 150 Euro der Jordan 1 Brad Toe. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem Schuh. Den könnt ihr da lassen, indem ihr es hier selber bewertet oder indem ihr es mir einfach unten in die Kommentare schreibt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder hier. Ich sag mal so, im Laufe des Tages. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.